Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei der Haus- und Hofastrologin vom Prenzlauer Berg. Ich bin Dorothea Eleonora Fiedler und begrüße euch in meiner kleinen Astro-Lounge. Neulich habe ich euch erzählt von Grundsätzlichkeiten der Astrologie, warum das eigentlich funktioniert, dass das etwas auch etwas ganz Individuelles sein kann, warum Astrologie mit den einfachen Tierkreiszeichenzuordnungen nicht immer funktioniert, aber ein ganz, ganz präzises Werkzeug sein kann für die Charakterstudie oder eben auch für Fragen des Lebens, wenn es um das persönliche, individuelle Horoskop geht. Und ich habe noch etwas dazu zu fügen. Ich habe neulich erzählt, 10 mal 12 mal 12. Es gibt also 10 Planeten in der Astrologie, die werden in 12 Zeichen und 12 Häuser gelegt. Und das Horoskop beginnt immer mit dem Aszendenten. Ja, und diese 12 Häuser, das ist dann immer die Frage, was ist denn das genau? Mir wird nämlich natürlich die Frage immer gestellt, was sind die astrologischen Häuser? Was sind die astrologischen Felder? Und da habe ich mal was Kleines vorbereitet. Also hier seht ihr praktisch den Zodiakkreis. Und wie ich auch beschrieben habe, beginnt ein Horoskop immer am Aszendenten. Das heißt, der Aszendent ist das Zeichen, was am Osthorizont aufgeht zur Minute deiner Geburt oder eurer Geburt. Und den Aszendenten habe ich hier mit diesem Bang-Magneten, Bang, ich bin auf der Welt, da bin ich, tara, da kommt er hin. Der steht also in einem Zodiakkreis, in einem Horoskop, immer hier auf dieser Ostseite, weil es ja ascendere, also hinaufsteigt am Osthorizont. So, nun ist es ja so, dass das astrologische Jahr gerade erst begonnen hat. Also das astrologische Jahr beginnt mit dem Wechsel der Sonne vom Fisch in den Widder beziehungsweise zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, also wenn Tag und Nacht gleich sind. Und das ist auch gleichzusetzen mit dem Widderpunkt, also sprich dem Moment, wo das Jahr mit der Sonne im Widder seinen Lauf durchnimmt. Da beginnen auch zum Beispiel die thematischen Jahre. Also ihr habt bestimmt schon mal was gehört von Mondjahr, Venusjahr, Saturnjahr und diese Sachen. Auch das beginnt am 20. und 21. März. Und somit ist ein Horoskop sozusagen immer, sein Beginn auch immer am sogenannten Widderpunkt. Das heißt, normalerweise würde ein Horoskop beginnen mit Widder, Stier, Zwilling. Es ist auf jeden Fall Widder, Stier, Zwilling, der erste Charakter. Das heißt, diese ersten drei Zeichen stehen für den Anfang des fruchtbaren Jahres. Ne? Und dann geht es weiter, von Zwilling geht es Krebs, Löwe, Jungfrau. Widder, Stier, Zwilling sind der Frühling. Krebs, Löwe, Jungfrau sind der Sommer. Waage, Skorpion, Schütze sind dann der Herbst. Und mit Weihnachten, kurz vor Weihnachten, beginnt eigentlich erst der Winter. Und das ist dann Steinbock, Wassermann, Fisch. Und der Winter geht dann auch bis zum Mitte März, wo das dann wieder anfängt. Ich habe ja neulich schon erzählt, dass der Aszendent immer ganz gut abzulesen ist mit dem Sonnenaufgang. Wenn zum Beispiel wie jetzt die Sonne im Widder steht und ich morgens mit dem Sonnenaufgang geboren werde, dann habe ich eigentlich auch den Aszendenten gleich identisch mit dem Sonnenstand. Wenn ich im Sommer, also zum Beispiel bei Krebs Sonne, mit dem Sonnenaufgang geboren werde, dann habe ich einen Krebsaszendenten. Somit habe ich dann auch, wenn ich mit Abend, Nachmittag, Mittag, Nacht oder so, wann auch immer, zu welcher Uhrzeit ich geboren werde, steht das immer in Relation zu dem eigentlichen Sonnenstand im Tierkreiszeichen. Und wenn ich im Herbst bei zum Beispiel Waage mit Sonnenaufgang geboren werde, dann habe ich einen Waage-Aszendenten. Wenn ich aber mittags geboren werde, dann sind die Aszendenten praktisch schon weitergewandert. Dann habe ich vielleicht einen Steinbock-Aszendenten. Und wenn ich abends geboren werde, so gegen 18 Uhr, wenn 18, 19 Uhr, wenn die Sonne wieder untergeht, dann bin ich eine Waage mit einem Widder-Aszendenten. So.
Somit ist ganz klar, dass hier auf dieser Seite am sogenannten Widderpunkt am Aszendenten nicht immer der Widder stehen kann. Ich nehme das jetzt mal, hier habe ich hier was vorbereitet. Es kann genauso gut sein, dass ich halt zum Beispiel nach Sonnenaufgang, also im Frühling nach Sonnenaufgang geboren wurde und dann mein Aszendent im Stier ist. Also hier ist der kleine Stier eingezeichnet. Oder es kann noch anders sein, dass ich halt mit einem Aszendenten Zwillinge geboren wurde oder je nachdem, wie es weiter wandert, auch mit dem Aszendenten Krebs, Löwe, Jungfrau und so weiter und so fort. Das heißt, der Aszendent bezeichnet immer den sogenannten Widderpunkt, mit dem ich ins Leben hineinkomme. Ungestüm, wild, tada, da bin ich. Ganz egal, ob es nun auf die Waage, Steinbock oder Widderart ist. Der Widderpunkt sozusagen kann in verschiedenen Zeichen sein. Aber was immer gleich ist, ist das Thema des ersten, zweiten und dritten Hauses beziehungsweise des ersten Quadrants. Ja, das Thema ist immer das gleiche. Beim ersten Haus, im ersten Haus komme ich auf die Welt, wie gesagt, wild und ungestüm. Man kann im ersten Haus sehr gut ablesen, wie die Physiognomie eines Menschen geartet ist und welche Instinkte er mitbringt und ganz wichtig vor allem, welche seine Visitenkarte ist, mit der er sich sichtbar macht. Also das heißt, das Image, das Auftreten. Der Aszendent ist sozusagen immer für mich als Astrologin auf jeden Fall viel leichter ablesbar als das Sonnenzeichen, was praktisch dahinter eigentlich sich versteckt. Das heißt, jemand kann als Widder geboren sein, wenn er dann aber einen Skorpion-Aszendenten hat zum Beispiel, wird er nicht so wild und ungestüm ins Leben treten später, also als Kind ganz bestimmt sehr, aber später wird er eher so ein bisschen misstrauisch, so ein bisschen distanziert. Er wird erst gucken, was er vom anderen holen kann, bevor er sich so richtig mit der Widdersonne zeigt. Ja, lässt erst mal kommen sozusagen. Hat ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Vorstellung und muss schauen, ob die anderen gegenüber seiner Vorstellung überhaupt gerecht werden oder was er da noch machen kann. Ne? Das heißt, die Widder-Natur wäre dann im gewissen Sinne durch ein bestimmtes Bild, was man im Außen hat, vielleicht auch gebremst oder zumindest gefiltert. Ja, so, das ist das erste Haus. Das heißt, das erste Haus und zeigt mit dem Aszendenten eben ganz viel über das, was ich ins Leben mitbringe. Überhaupt ist der ganze erste Quadrant ein körperlicher Quadrant. Das heißt, er beschreibt, wie ich ins Leben trete als kleiner Mensch und überhaupt, wie ich mich zeige, auch später als großer Mensch. Dementsprechend ist das zweite Haus, wenn man sich jetzt ein Baby vorstellt, hier kommt es an und macht, ich bin da. Und das nächste, was das Baby dann tut, sobald es der Mutter auf den Bauch gelegt wurde, das dauert manchmal 10, manchmal 20 Minuten, aber irgendwann kommt der Hunger. Und das Kind riecht an der Mutter, also die ersten 20 Minuten des Lebens des Kindes und der Mutter sind super wichtig, weil in diesem Moment, wenn das Kind auf der Haut der Mutter liegt, wird die Nase praktisch, die das erste Organ ist, was am allerstärksten auch bei einem Baby aktiv ist, wenn es neu geboren wird, stimmt sich die Nase sozusagen des Kindes auf die Haut und die Drüsen der Mutter ein und umgekehrt. Das heißt, das Kind findet auch, obwohl es noch gar nicht richtig sehen kann, auch die Zitzen der Mutter sofort und das gilt für jedes Säugetier. Ich gehe jetzt erstmal nur von den Säugetieren aus, also auch für den Mensch. Das zweite Haus ist also meine Sinnesorgane, das Riechen, Schmecken und so weiter, weil ich ja Nahrung brauche. Und wenn ich Nahrung habe, dann bin ich genährt und kann meinen Körper ausbauen und aufbauen. Ein Baby wächst immerhin innerhalb eines einzigen Jahres, ja, so ziemlich um das Doppelte seiner Geburtsgröße heran. Also so viel Wachstum werden wir in unserem ganzen Leben nicht noch einmal haben. Entsprechend auch das Gehirn wächst in diesem ersten Jahr gewaltig, aber natürlich noch nicht so, dass man sagen kann, nach einem Jahr ist ein Gehirn so weit wie ein Gehirn eines Erwachsenen. Dazu gehört es wesentlich mehr. Im zweiten Haus liegen also unser Körper, alles, was wir mitbringen, wie wir uns ernähren, was unsere Vorlieben sind,
was wir in uns hinein einverleiben, unsere Talente, die Grundanlagen, die wir mitbringen, das alles findet sich im zweiten Haus. Und beides natürlich auch mit einer gewissen Bewegung verbunden. Im dritten Haus geht es dann tatsächlich um die Bewegung, um das Voranschreiten. Das heißt, das Baby kommt auf die Welt, dann hat es Hunger. Und als nächstes, wenn es dann satt ist und nicht eingeschlafen ist dabei, dann macht es seine Augen auf und schaut und guckt und empfängt. Und das Gehirn macht sich auf Empfang. Und dann ist großes Erfahrungsschatzsammeln angesagt. Schaut euch mal kleine Babys an. Die gucken immer in die Gegend und man weiß gar nicht genau, was sie sehen, aber es ist ganz viel Aufmerksamkeit da. Und so ist auch das dritte Haus. Ganz viel Aufmerksamkeit. Es geht ums Lernen, es geht um die Bewegung, es geht natürlich ums Krabbeln später mal. Es geht um, was machen meine Hände, die Finger, die sich bewegen können, die Arme, mit denen ich mich später mal irgendwo aufstützen kann oder mich ausdrücken kann, mit denen ich Gebärdensprache machen kann oder überhaupt meine Hände, mit denen ich später lesen und schreiben kann und all das. Alles das, was ich brauche, um mich in dieser Welt zu bewegen, manifestiert sich im dritten Haus. Und auch natürlich die mechanischen Funktionen. Also wie gesagt, alle Gelenkgeschichten, besonders der Extremitäten, gehören ins dritte Haus. Und auch wie ich sozusagen meinen Körper benutze. Ja, dementsprechend, wenn ich Planeten in diesen drei Häusern habe, dann geht es insgesamt bei der Beschau der eigenen Persönlichkeit, wird es sehr auf die eigene Persönlichkeit und den ersten Impuls des Lebens eigentlich konzentriert. Ja, und dann geht es weiter in die nächsten Häuser. Also der erste Quadrant ist somit abgeschlossen und dann geht es weiter in den zweiten Quadranten. Und ach so, was ich noch vergessen habe, das dritte Haus ist auch nicht nur meine eigene Bewegung, sondern auch das kleinere Umfeld, in dem ich mich bewege. Dazu gehört natürlich auch die ersten Bezugspersonen, mit denen ich in Kontakt komme, meistens Geschwister, aber auch die Nachbarschaft, die, mit denen man die ersten Worte wechselt oder die ersten Babas und Dadas und so, aber später halt eben auch die Art, wie man kommuniziert, wie man sich, welches kleinere Umfeld man um sich hat und dort in der Bewegung ist, also sozusagen im, ne, die kleineren Reisen, die kleineren Bewegungen, die kleineren Kontakte. So, der zweite Quadrant geht dann weiter mit den Häusern 4, 5 und 6. Und wie gesagt, die sind zugeordnet, entsprechend der Zeichen Krebs, Löwe, Jungfrau, praktisch nicht zum Widderpunkt, sondern dann eben zum Sommerpunkt. Hier unten, ne, ein Tortenstück, ein großes Tortenstück ist der erste Quadrant. Dann kommt die Himmelstiefe, das heißt, wenn jemand zum Beispiel hier seine Sonne hat, da unten, dann heißt das, dass die Sonne zur Zeit seiner Geburt genau auf der anderen Seite war des Erdballs. Also sozusagen so weit weg von dir wie nur irgend möglich in der Himmelstiefe. Gleichzeitig bedeutet die Himmelstiefe aber nicht, dass das weit weg von dir selber ist oder so, sondern es geht hier im zweiten Quadranten um die Wurzeln, um die Heimat, die Sippe, aus der man selber kommt. Das heißt, der Mensch ist da und kommt jetzt in ein Gefüge, ja, das er auch braucht, damit er überhaupt wachsen kann. Und es beginnt mit dem vierten Haus, die Wurzeln. Wo komme ich eigentlich her, ist die Frage. Das heißt, hier findet man sehr viel Informationen über die familiäre Beschaffenheit oder auch die Grundvoraussetzungen, die zum Leben standen und auch welche Art Familie man vielleicht entstammt oder welche Themen ganz besonders wichtig waren in dieser Familie. Das heißt, hier findet man auch viele Informationen über die Ahnen oder man findet auch Informationen darüber, wer einen erzogen hat zum Beispiel. Ne, können ja auch mal Großeltern gewesen sein statt der Eltern oder halt eben natürlich auch andere Situationen, wie zum Beispiel Heimatlosigkeit, Heimerziehung und ähnliche Sachen. Sowas findet man dann im vierten Haus zum Beispiel. Es ist aber ganz besonders, geht es dabei um die individuelle Beziehung zu diesem Thema. Familie, Heimat, Sippe, Wurzeln. Ich werde in eine Familie hineingeboren und wie gesagt, sehr oft gehören zu einer Familie Eltern,
und Geschwister. Das heißt, es geht grundsätzlich um auch ein bisschen die Beziehung zu den Eltern, also das Individuum zu seinen Eltern oder zu seinen Erzeugern. Und dann natürlich als nächstes ist das fünfte Haus so, also wenn man sich eine Familie vorstellt, da gibt es vielleicht 3 oder 4 Kinder oder auch 2. Es gibt Eltern, vielleicht einen, vielleicht beide. Es gibt Patchwork-Familien, es gibt alles Mögliche. Ein Kind wird hineingeboren und nimmt das auch erst einmal alles auf wie ein Schwamm, saugt das auf. Und jedes Kind, egal ob oben, Mitte, unten oder dazugezogen oder Patchwork dazu oder was auch immer, adoptiert oder egal, jedes Kind muss in seiner Familie seinen Platz finden, seine Rolle einnehmen. Und dafür steht das fünfte Haus. Das heißt, das fünfte Haus ist eigentlich das Haus, wo ich ablesen kann, welche Kämpfe ich mit meinen Geschwistern habe oder welche Rolle ich in meiner Geschwisterfolge auch einnehme, ob ich der Stammhalter bin oder der Platzhalter oder was auch immer. Und Planeten in diesem Haus können darüber sehr viel sagen, auch ob man diese Rolle überhaupt annehmen will, in die man hineingeboren wurde, oder ob man eigentlich eine ganz andere Rolle einnehmen will. Dann geht es darum, dass ich ja in dieser Rolle mich selber auch darstellen will und wie gesagt, halt eben auch, da ich meinen Platz einnehmen will, will ich ja auch zeigen, hallo, das bin ich, das sind meine Talente, das sind meine Qualitäten und so drücke ich sie aus. Und im sechsten Haus dann geht es darum, sich in der Familie anzupassen, so wie später auch im Leben. Also das heißt, ich habe hier meine Wurzeln, hier habe ich sozusagen meinen Selbstausdruck und auch meinen Kampf mit den Geschwistern und so weiter. Und im sechsten Haus lerne ich mich an bestimmte Dinge anzupassen, wie zum Beispiel Tischmanieren oder Familienregeln oder halt Sippenregeln oder was auch immer. Ich muss sozusagen das, was ich mitbringe, in ein gewisses Gefüge hinein einbringen. Und deswegen ist der zweite Quadrant, der sogenannte Familienquadrant, sehr, sehr wichtig für das spätere Leben. Alles das, was ich in der Familie lerne, bis hier, lerne ich, um später dann, wenn ich ins Leben hinaustrete, zu den anderen fremden Menschen, die mich nicht bedingungslos lieben, weil sie mein Fleisch und Blut sind oder so, sondern die anderen Genpools. Dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ich hier praktisch mir ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein und eine gute, gesunde Individualität aufbauen kann. Ja, und somit sind wir erstmal wieder am Ende dieses Videos angekommen, denn sonst wird es wieder zu lang. Also sehen wir uns gleich zum nächsten, wenn ich dann die Häuser 7 bis 12 euch erkläre. Also dann, bis später. Tschüss!